Sportsfreundinnen, werte Sportsfreunde, mein Name ist Franz Steffel, ein Teil oder der Seniorteil der Schlaggemeinschaft Steffel aus dem schönen Hohenlohekreis in Künzelsau. Ich habe mir die Brieftaubenzucht auf die Fahne geschrieben, habe das an meinen Sohn ganz positiv weitervererbt. Aber wir sind mit Sicherheit ein kleines Familienunternehmen, in Hochzeichen natürlich. Wir betreiben den Sport ausschließlich als Hobby und möchten hier eine Taube züchten, die es schafft, wieder wie die frühere deutsche Allround-Taube ihre Spitzenpreise zwischen 100 und 750 Kilometer zu fliegen. Dass wir hiermit auf dem richtigen Weg sind, zeigten die momentanen Erfolge, die wir hier im Regionalverband 700 gegen ca. 500 Mitglieder erringen konnten. Im Jahr 2007 war es die erste Regionalverbandsmeisterschaft Allround bei den Alltauben. Gleichstellend mit der 23. nationalen Meisterschaft auf Bundesebene und die erste Regionalverbandsmeisterschaft bei den Jährigen. Auch bei den Jungtauben wurde der dritte Platz im Regionalverband errungen. Wir versuchen, eine Taube zu züchten, die die Gesundheit mitbringt, die nicht anfällig ist und die auch einfach wieder für die Zukunft etwas mehr verträgt, sei es an Hitze, an Gegenwind oder andere Widerlichkeiten, die uns das Wetter bereiten kann. Ich habe hier in der Hand einen unserer Spitzenjährigen, der Ribéry, der nicht umsonst heißt wie der Superstar vom FC Bayern. Ich denke, es wird ein Superstar. Es ist einer, der jährig fertiggebracht hat, 11 Preise und zum Teil arg in der Spitze zu fliegen. Das heißt, hier drauf zielt sich unsere Zucht ab. Jährige Tauben, die schon in der Lage sind, zweistellig zu fliegen. Ebenso müssen sie dann jung schon mindestens einen Jungflug über 300 Kilometer absolvieren, um hier ihr Leistungspotenzial einfach zu zeigen. Wir haben hier kein Sozialunternehmen, sondern wir wollen mit unseren Tauben wirklich Erfolg erreichen, die auf Tauben erfolgreich spielen und das gepaart in der Summe mit einem guten Zucht- und Versorgungssystem ist es kein Problem. Es werden bei uns die Tauben gezüchtet, zum Teil in Linie auf die alten Janssen-Sorten, auf die Eierkamp, James Bond und 05. Auch unser Stammvogel, der dunkle Eierkamp, entsteht der Kreuzung. Wir versuchen natürlich durch die nationale 1 Schellenstaube etwas Härte in die ganze Sache reinzubringen, dass uns gut gelingt. Ebenso nehmen wir seit 3 Jahren an der Weitstrecke teil. Das heißt, wir spielen im Bayern-Marathon und es konnten erste Achtungserfolge errungen werden, wie der dritte nationale Bayern-Marathonmeister 2006. Und zugleich stellten wir den zweiten und den dritten Assvogel vom Bayern-Marathon. Es sind Tauben mit etwas anderem Kaliber. Es sind Tauben, die den Ursprung haben von Dr. Brokamp und Männe und Töchter. Tauben, die einfach in der Lage sind, auch mal 1200 Kilometer zu fliegen. Tauben, die in der Lage sind, Übernachtflüge in einer unheimlichen Zeit zu absolvieren. Tauben, denen es auch möglich ist, einfach mal nachts reinzufliegen, früh aufzustehen und morgens dann wieder gesund am Schlag zu erscheinen. Es macht uns eine unheimliche Freude, die Tauben von einem Wettflug wiederkommen zu sehen. Das unbeschreibliche Gefühl kennt mit Sicherheit jeder Züchter. Jeder Züchter weiß es, was für ein Gefühl es ist, wenn ein Punkt am Himmel erscheint, der herunterfällt, sich auf das Sitzbrett neigt, reingeht, es piepst und jeder weiß, es ist heute ein Spitzenpreis errungen. Das ist das Gefühl, das wir auch anderen Sportsfreunden vermitteln möchten und wir denken einfach, dass wir mit der Zuchtbasis unserer Tauben schlicht und ergreifend auf dem richtigen Weg sind, hier auch das Potenzial, die Population Brieftaube weiter zu verbessern und die alten Gene zu erhalten. Soweit zur Schlaggemeinschaft Steffel. Gerne können Sie uns kontaktieren. Danke. So, und zum Schluss sage ich noch klipp und klar, dass ich mir auf brieftaubenmarkt.de verewige, weil ich einfach der Meinung bin, mit dieser Seite wird eine Seite kreiert, die zum Wohle aller Züchter zur Öffentlichkeitsarbeit teilträgt und die Informationen, der informelle Teil, sehr, sehr interessant ist und werden wird. Und die digitalen Medien sind nicht mehr wegzudenken. Aus diesem Grunde bin ich gern bereit, hier mitzuwirken. Vielen Dank und Prost, ein guter Tropfen aus dem Hohenloher Lande.